Wunderschönen guten Abend, liebe Freunde der leichten YouTube-Unterhaltung. Mein Name ist Dennis, ihr schaut die Pfleka-Fotografie und ich melde mich heute aus dem Schneeglöckchennest, denn rings um mich rum sind überall Schneeglöckchen und wie man die kreativ in Szene setzen kann, erzähle ich euch nach dem Intro. Ja, herzlich willkommen zurück nach dem Intro. Wie schon erwähnt, mein Name ist Dennis, ihr schaut die Pfleka-Fotografie. Ich melde mich aus dem Schneeglöckchennest und wie man das Ganze hier kreativ in Szene setzen kann, möchte ich euch gerne zeigen. Was braucht ihr dafür? Ihr braucht ein Stück Alufolie, ihr braucht eine Lampe, die ihr mit am besten mit Gelblicht einstellen könnt oder vielleicht auch Rotlicht oder Orangelicht. Dann braucht ihr ein bisschen Wasser in einer Sprühflasche und ihr braucht eine Kamera mit einem Objektiv drauf. Kann jedes x-beliebige Objektiv sein. Ich habe heute mein 100mm Makro dabei, weil ich einfach gerne mit diesem fotografiere, wenn es um solche kreativen Sachen geht. Aber man kann es auch mit jedem x-beliebigen Objektiv machen, um das zu tun, was wir heute machen wollen. Aber wir gehen als erstes an die Blume und ich zeige euch, was wir heute machen wollen. So, angekommen bei den Blümchen haben wir hier unten unsere zwei Schneeglöckchen. Und die Schneeglöckchen habe ich jetzt hier schon ein bisschen mit Wasser eingesprüht. Und jetzt gehe ich her und positioniere hinten dran meine Alufolie und beleuchte die von vorne mit meinem Licht. Etwas orangelich, gelb. So. Und stelle das Ganze hier so hin. Und jetzt kann ich dem Ganzen hier fotografisch eine richtig schöne Sonnenuntergangsstimmung verpassen. Das Ganze kommt natürlich noch viel, viel cooler, wenn man tatsächlich an ein Nest rangeht, wo das Ganze hier richtig schön verschwimmt. Ihr solltet ungefähr mit einer Blende von 8 fotografieren, einem Makroobjektiv. Ihr könnt dann aber auch mit der Blende echt gut variieren zwischen 4, 5 und 8 könnt ihr da gut hin und her fahren. Je nachdem, umso weiter ihr natürlich das hier hinten wegstellt, umso mehr Bokeh gibt es. Und dann könnt ihr natürlich da richtig geile Sachen machen. Ihr könnt dann noch ein bisschen Nebel benutzen. Ihr könnt dann auch noch ein bisschen Schnee mit ins Bild bringen und könnt hier vorne ein bisschen Schnee hinsprühen, sodass das Ganze auch noch ein bisschen nach Schnee aussieht. Ja, egal, wie ihr das machen wollt, eurer Kreativität ist da keine Grenze gesetzt. Ihr könnt da wirklich Vollgas machen, was ihr möchtet. Ich gehe jetzt noch mal kurz an ein Nest, wo mehrere Schneeglöckchen dran sind und mache da noch 2, 3 Bilder. Aber die und die vom Nest reiche ich euch jetzt schon gleich ein. Thank you.
So, ich habe jetzt noch ein paar Krokusse da oben entdeckt. Die gehe ich jetzt natürlich auch noch in dieser kreativen Art fotografieren mit meiner Alufolie, meinem Licht und so weiter. Ich werde die Bilder am Ende des Videos dann auch noch einblenden. Ich hoffe, euch hat die kurze Kreatividee gefallen. Ihr hört es, ich bin immer noch nicht ganz hundertprozentig fit. Ich habe deswegen heute nur eine kurze Anekdote für euch oder einen kurzen Tipp für euch und kein längeres Video vom Bodensee etc., weil ich eben immer noch nicht ganz wieder fit bin. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder bei einem neuen Video. Sollte euch das Video gefallen haben, dann, ihr kennt das Spiel, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert doch meinen Kanal und aktiviert die Glocke, dass ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Schaut auch gerne mal auf Instagram vorbei oder auf meiner Homepage. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann bleibt mir nichts weiter zu sagen als wünsche euch einen schönen Abend, schönen guten Tag, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Euer Dennis. Ciao.